Die letzte Generation hat wieder zugeschlagen und wir nutzen das für ein kleines Tourfazit hier an unserem Day Off in Berlin. Und jetzt ziehen wir uns erstmal einen Kaffee, bei dieser Version ein Kaffee mit DG. Freut euch drauf. Alrighty, hier im Schatten des Brandenburger Tor, das gerade gecleant wird von der letzten Generation, die gestern hier eine geile Aktion gestartet haben, passend zu unserem Event in Berlin, in dem gestern 150 Investoren dabei waren. Wir mussten noch ganz viele Stühle reinstellen, bei bestem Wetter, also super dankbar an der Stelle. Jetzt gehen wir auf die Zielgerade der Dubai Immobilien Investment Tour ab und ich habe ein paar Sachen, die ich gerne an euch, mit euch besprechen möchte. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Wir legen einfach mal direkt los, denn es wurden viele, viele Sachen immer wieder an mich herangetragen und auf die Sache möchte ich gerne aufmerksam machen. Also, viel Spaß. Viele Menschen haben an mich und mein Team, an Thorsten und Emre herangetragen. Wir haben euch viel zu spät kennengelernt, leider. Denn sie sind erstmal auf andere Marktteilnehmer aufmerksam geworden. Und da gibt es eine, die auch medial sehr groß unterwegs ist, eine Maklerin. Und die hat Kunden ein sogenanntes VIP-Package verkauft für 40.000 Dirham, also knapp 10.000 Euro on top. Etwas, das im Rahmen eines jeden Maklerjobs eigentlich mit beinhalten sollte. Ne? Das heißt, Übergabe, Mieter suchen etc. pp. Weil an dem Mieter verdient der Makler ja auch nochmal Geld. Ne? Das heißt, bei uns ist im Preis inklusive ein VIP-Package, sich um die Kommunikation der Verträge bei der Übergabe drum zu kümmern. Vor allem, wenn was off-plan ist und 2,5 Jahre oder 2 Jahre später erst ready, ist absolut unverschämt und geht komplett gegen mein Wertesystem. Ich war ungläubig, wo ich die Story gehört habe. Und das ist Wahnsinn, wie Menschen sowas Investoren abnehmen können, einfach weil sie sich besser wissen und weil sie ja dann die Hilfe brauchen, weil die Immobilie ja 6.000 Kilometer weg steht. Und es geht so gegen mein Wertesystem. Ich habe mit Thorsten danach gesprochen, bin ich so dumm? Bin ich zu ehrlich? Habe ich dann gedacht. So, wieso zahlen Menschen 10.000 Euro für ein VIP-Package für etwas, was den Maklerjob ja umfasst? Dafür bekomme ich doch Provision. So, bringt mich zum nächsten Punkt, denn auch genau diese Maklerin, die medial auch groß unterwegs ist, verlangt da noch Provisionen und top auf Bauträgergeschäfte, wobei, ne, bei uns zahlst du keine Provision, wenn du direkt beim Bauträger brauchst, weil wir bekommen immer einen Kickback von den Bauträgern. Ganz wichtig zu verstehen, die Provisionen sind immer in den Preisen mit drin, so zwischen 2% und 5%, sage ich mal. Und da wurden teilweise 3%, 3,5% an Provision extra abgerechnet. Das heißt, müsstest du gar nicht bezahlen, lieber Investor. Und auch da wieder ist mein Wertesystem wieder so weit oben, wo ich denke, stehe ich mir selbst im Weg als Unternehmer. Aber nein, wir arbeiten halt wir versuchen langfristig Menschen an uns ranzuziehen. Und genau das, ne, wir haben jetzt 2.000 Menschen auf der Tour, die wir vor der Brust haben, denen wir helfen wollen. Und das ist klar der Grund, warum wir das machen, um auch genau an solche Informationen ranzukommen, um das Feedback zu hören. Und das Feedback ist immer, Daniel, wir haben dich zu spät kennengelernt. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, wenn du beim Bauträger direkt kaufst, du brauchst keine Provision bezahlen. Wenn wir einen Deal brokern, natürlich verlangen wir dann Provision, auch von beiden Seiten, Käufer und Verkäufer, weil wir für beide brokern. Aber doch nicht, wenn wir dich einfach nur zum Bauträger bringen und du eine Wohnung kaufst. Eine Rückvergütung mit einkalkuliert in den Kaufpreis, meistens zwischen 2% und 5%, von dem ich dann unternehmerisch handle und meine Agents auch bezahle. Das geht mir extrem gegen den Strich, darauf möchte ich aufmerksam machen und deshalb auch dieses Video. Kommen wir zu Punkt 3. Verspätungen bei Bauträgern. So, wir haben jetzt gerade Ivy in der Übergabe ab April, im Vertrag stand Juli 24, wir machen jetzt April 24. Alle Ivy-Investoren, am 27. April haben wir unsere Handover-Party, seid herzlich eingeladen, aber 3 Monate vor der Fertigstellung, ganz wichtig zu verstehen. Ich habe mit Investoren gesprochen, die haben dann gekauft bei anderen Bauträgern, bei den Bekannten natürlich, lustigerweise, die sagen, hey, ich habe 25% bezahlt, 20% plus Steuern, plus Nebenkosten und da liegt noch nicht mal eine Schaufel auf der Baustelle und ich kriege kein Feedback von dem Verkäufer, weil auf einmal ist der untergetaucht oder antwortet nicht mehr, so wie es damals bei dem Deal war. Und auch da, das ist eine Sache, die ich und meine Partner von Metrical Developments ändern werden, gemeinsam mit unserer deutschsprachigen Community. Denn wir stellen jetzt das zweite Projekt vor der versprochenen Zeit fertig und wir verkaufen auch erst,
wenn die Bauarbeiten wirklich begonnen haben und wir auch legal wirklich juristisch die Deals auch wirklich eintüten können, wenn das Treuhandkonto offen ist und so weiter und so fort. Und auch da, das wissen die meisten nicht, in Dubai ist die Gesetzeslage so geregelt, ein Bauträger kann 4 Jahre Verspätung haben, ohne eine Strafzahlung an die Investoren zu zahlen. Das sagt dir der Makler auch nicht, sagen wir dir upfront. Auch ganz, ganz wichtig, da blutet mein Herz, wenn ich so Geschichten höre und wenn ich höre, dass deutsche Investoren da rein investieren. Denn das ist dann auch wieder der Grund, denn die gehen dann in die Foren rein und gehen an die Presse und sagen, Dubai ist ein Land voller Scammer und Dubai ist nicht sicher und Dubai ist nicht das und nicht das. Und gegen genau diese Mühlen kämpfe ich ja mit meinem Unternehmen oder mit meiner Unternehmensgruppe, die ich inzwischen in Dubai aufgebaut habe, mit meinen Mitarbeitern. Und es ist das, was mich am meisten ärgert. Also Bauträger-Delay, ganz, ganz großes Thema. Auch da bist du bei uns in unseren Metrical Development Projekten vor geschützt. Dann reden wir über die Renditen, denn natürlich bekommen wir auch ab und zu angetragen, wir machen nicht die Renditen, die wir versprechen. Ist auch so im ersten Jahr, weil wir eben Übergabekosten haben, weil wir Vollmachtskosten haben. Wir lassen uns managen von einer eigenen Anwältin, beziehungsweise sie hat die Vollmacht. Wir haben eine Anwaltskanzlei mit eingebaut. Das heißt, unsere Investoren geben die Vollmacht an unsere Anwältin und sie dealt dann in eurem Namen mit den vielen Mietern, die wir in unseren Projekten haben. So, aber auch da, Renditeversprechen werden da gemacht, das können die gar nicht halten. Ja, vor allem bei den hiesigen Bauträgern, die großen eben, ich brauche jetzt wieder keine Namen nennen, ihr wisst, von wem ich rede oder von dem ich die ganze Zeit rede. Und das ist auch eine Sache, bei uns bekommst du ab dem zweiten Jahr mindestens 7%, ja, vielleicht 6,8 oder sowas, oder 6,7, wenn du alle Nebenkosten hast, aber in der Region bewegen wir uns. So, und die Einstiegspreise sind nach wie vor günstig und das bringt mich auch direkt zum nächsten Thema, Einstiegspreise. Natürlich mache ich das Pricing bei Metrical Development, ja, das heißt, ich kümmere mich darum, es war jetzt gerade ein Iman-Launch und ein Ellington-Launch, die sehr, sehr groß angepriesen wurden, auch in der deutschen Community wurde mir sehr oft drangetragen, soll ich da kaufen oder bei euch. Unsere Preise sind im Schnitt 50.000 bis 100.000 Dirham günstiger pro Wohnung, genau aus dem Grund, weil im Einkauf liegt der Gewinn und im Einkauf liegt die Rendite und du solltest Dubai langfristig denken. In Deutschland hast du die 10 Jahre Haltefrist, ja, weil du danach steuerfrei bist, noch zumindest. So solltest du auch Dubai denken. Denk Dubai in 10 Jahren. In 10 Jahren lachen wir uns über die Quadratmeterpreise tot und in 10 Jahren werden die Mietpreise sich auch nochmal in eine andere Richtung entwickeln. Und mir ist wichtig, dass wir heute so viel wie möglich Investoren helfen, ihren Euro zu diversifizieren, günstige Einstiegspreise zu generieren und sich zu sichern und dann eben von den hohen Renditen, die Jahr für Jahr auch besser werden, zu profitieren, eurodiversifiziert in einem Dollarraum. Und das ist meine Mission und da sind wir auch erst ganz, ganz, ganz am Anfang. Wir sind schon seit 3 Jahren dran, wir haben das erste Projekt fertig, wir haben das zweite Projekt bald in der Übergabe, das dritte Projekt ist voll im Plan, das vierte Projekt fangen wir jetzt gerade an mit Haven Gardens und ich freue mich auf alles, was kommt. Watch this space im Jahr 24, 25. Wir werden online holbar sein und deshalb solltest du jetzt eine Anfrage schicken. Unten sind alle Links. Wenn dich das Thema interessiert, Euro diversifiziert im Immobilienmarkt in Dubai, in diesem stark wachsenden Immobilienmarkt in Dubai, mit Teil davon zu sein. Wir sehen ne, hier letzte Generation nochmal Stichwort, wohin sich unsere Gesellschaft entwickelt. Es wird alles immer linker, uninteressanter für Investoren, sage ich mal, ohne zu stark politisch spitz zu werden in der Öffentlichkeit. Unten die Anfrage schicken, ich und mein Team stehen euch zur Verfügung. Wir haben jeden Sonntag unsere Webinare über ImmoTV, wo wir über aktuelle Themen reden und aktuelle Angebote. Unsere gesamte Wertschöpfungskette, wenn du erst am ersten Punkt bist, haben wir unten den Free-Kurs 4,5 Stunden Dubai Content, unser Webinar. Vielen Dank, dass du das Video angeschaut hast. Mein Name ist Daniel Garofoli und ich freue mich, wenn wir uns demnächst mal persönlich sehen, entweder hier in Deutschland auf Tour oder dann persönlich in Dubai. Und ich genieße jetzt meinen Kaffee. Cheers.